What's up guys, Julius K hier und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, ich sitze im Auto bei dem lieben Leon. Der muss sich aber aufs Fahren konzentrieren. Und wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zur Waschstraße. Das Auto natürlich noch ein bisschen schön machen. Denn heute haben wir was ganz Besonderes vor, und zwar ein Carporn zu drehen. Für alle, die nicht wissen, was ein Carporn ist, ist quasi das Auto auf Trap-Musik geschnitten, auf den Beat geschnitten und dann von allen möglichen Seiten und viele Cinematic-Shots. Das werden wir auf jeden Fall heute machen. Location haben wir auch schon ausgeguckt, jetzt müssen wir noch vorher in die Waschstraße und sehen wir uns auch gleich wieder. Ja Leute, und damit herzlich willkommen hier in der Waschstraße. So, Auto ist sauber und dann fahren wir jetzt erstmal zur Location, wo wir das Ganze machen wollen. Wir sind hier jetzt gerade schon an der Location angekommen, also ich finde, das sieht echt geil aus. Hier im Hintergrund das Auto, sieht nice eingepackt, aber es regnet. Jetzt müssen wir schauen, ob wir einen Augenblick warten, dass es vielleicht aufhört zu regnen, oder schauen, ob wir irgendwo eine Brücke finden oder sowas in der Art. Da muss man halt mal gucken, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es, oder? Haben wir. Alle Szenen sind im Kasten, wir sind beide zufrieden. Trotz der Anfangsschwierigkeiten mit dem Regen hat sich das Ganze doch noch ergeben, so wie ich es mir gewünscht habe. Wir sehen uns dann nachher im Edit und dann würde ich sagen, bis gleich. So, und damit herzlich willkommen hier in meiner Editing Suite. Ihr seht die ganze Zeit, wie ich das Ganze geschnitten habe. Also ich habe erstmal die ganzen Sachen da in Premiere Pro importiert. Dann habe ich für den Anfang einige Opening-Shots, wo man das ganze Auto sieht, rausgesucht. Dann kommt danach jetzt hier der Drop. Da habe ich das so gemacht, dass ich auf jeden Beat ein neues Bild quasi geschnitten habe. Da habe ich mir der Reihe nach alle Clips mal angeschaut, um dann darauf passend einzelne Details zu schneiden. Und dann nach dem Drop kommt die Drohnenaufnahmen. Da habe ich die besten rausgesucht, die ein bisschen auf den Beat geschnitten. Wie ihr seht, habe ich meistens Marker benutzt. Das heißt, ihr könnt einfach auf der Taste M bei Premiere ist das, da müsst ihr drücken, dann fügt das Programm an der Stelle, wo der Zeitstrahl quasi, dann fügt Premiere an der Stelle, wo ihr quasi gerade seid, einen Marker ein. Somit könnt ihr euch besser daran orientieren. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Speedramp eingebaut, um das Ganze einerseits manchmal schneller und dann wieder langsamer zu machen, ohne den Clip teilen zu müssen, um die Geschwindigkeit zu verändern. Dann habe ich das so gemacht, dass ich dem Lied nach einmal um das Auto rumgegangen bin, angefangen von den Scheinwerfern, dem Kühlergrill, dann über den Außenspiegel, Felgen, Reifen, dann weiter ein bisschen nach hinten über die Türen so. Da sieht man das zum Beispiel ganz gut, da ist jetzt die Felge, da ist jetzt das Heck von dem Auto, das Hinterteil, da so verschieden, dass man quasi einen Gang um das Auto mehr oder weniger hat. Das habe ich alles zusammengeschnitten, da zum Beispiel auch noch eine Speedramp eingebaut, also einen Teil schneller gemacht, einen Teil kürzer. Und dann hier passend auf den Beat das zusammengeschnitten, so dass es immer zum Beat ein Stückchen weiter nach vorne geht. Dann jetzt einen Innenraum. So, und das ist auch schon so das, was am Ende ist. Dann jetzt zum Schluss habe ich noch dem Ganzen die Farbe gegeben, die es auch letztendlich hat, die Farben angepasst ungefähr, dass es dann auf jeden Clip wirklich passend ist. Die Cinebalken eingefügt, also die schwarzen Balken, die das ein bisschen schöner aussehen lassen. Dann für jeden Clip geschaut, dass es von den Farben her wirklich auch so passt. Da habe ich die gerade noch mal ein bisschen angepasst bei den Drohnenaufnahmen, weil die vorher ein bisschen anders aussahen. Dann geschaut, ob alles, was man sehen soll, auch im Bild ist. Eventuell, wenn zum Beispiel der Rolling Shutter Effekt, was leider die Alpha 6500 mit sich bringt, zu stark ist, dann kann man dort eine Rolling Shutter Korrektur drüber legen. Manchmal führt das dann aber auch zu Problemen. Da ist jetzt der Innenraumbereich, den habe ich da an der Stelle jetzt weiter geschnitten. Man sieht auch wieder die Marken, die ich gesetzt habe, um das Ganze einfach einfacher zu machen und man nicht immer 2000 Mal sich das Lied anhören muss, um dann da den Punkt zu finden, wo man quasi den Schnitt setzen möchte. Dann im Hintergrund seht ihr gerade, dass ich dort jetzt den mit einer der letzten Aufnahmen gemacht habe. Das ist dann für zum Rausgehen. Das da noch einmal die Auspuffaufnahme mit dem Ton drunter gelegt, so dass es auch passt. Und dann den letzten Teil von dem Sound auch noch damit reingepackt, so dass es vom Drehzahlmesser stimmt, so dass nicht nur der Motor aufheult, aber man nichts am Armaturenbrett beispielsweise sieht.
Dann das Ganze noch zeitlich angepasst, so dass es perfekt auf den Beat quasi der Schnitt ist. Noch weitere Anpassungen vorgenommen, unter anderem durch das Transformieren-Tool. Damit könnt ihr quasi die Videodatei, also das Bild, verschieben. Nach rechts, links, oben, unten, das Drehen oder sonstiges. Da habe ich das zum Beispiel noch angepasst, je nachdem, welcher Clip da noch nicht ganz gepasst hat. Und dann war es das auch schon. Ja, Leute, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Jetzt am Ende kommt noch der Carporn, den ich euch bis jetzt vorenthalten habe. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Link vom Leon ist unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr seinen Instagram-Kanal. Vielen Dank für die 100 Abonnenten, beziehungsweise mehr als 100 Abonnenten. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch die Videos gefallen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und jetzt Carporn ab.